Wird uns die künstliche Intelligenz alle umbringen? Wird die künstliche Intelligenz irgendwann einmal draufkommen, dass wir alle eine Gefahr für sie sind? Wird eine KI mörderisch werden? In vielen Gesprächen mit Freunden und Verwandten und Bekannten kommt immer wieder die Angst auf, eine künstliche Intelligenz könnte die gesamte Menschheit vernichten. Aber ist das überhaupt ein realistisches Szenario? Die Antwort gibt es in diesem Video. Wir alle kennen die Hollywood-Filme wie Terminator, wie Ex Machina, wie Matrix, wo sich die Maschinen irgendwann einmal gegen die Menschheit erheben und uns alle vernichten wollen. Das heißt, wenn es um künstliche Intelligenz geht, wird immer darüber gesprochen, steht vielleicht die Menschheit als Gesamtes auf dem Spiel? Und diese Frage ist ja auch nicht so weit hergeholt. Technischer Fortschritt, ja, kann die gesamte Menschheit bedrohen. Siehe die nukleare Bedrohung zum Beispiel. Außer Zerstörung gibt es natürlich noch andere Ängste, wie zum Beispiel Massenarbeitslosigkeit. Das heißt, die Angst vor der KI ist in abgemilderter Form auch ökonomisch gegeben. Die Frage ist, ob diese Ängste überhaupt durch Fakten rechtfertigbar sind. Fangen wir zunächst mit den ökonomischen Ängsten an. Die Angst ist hier, dass immer mehr Tätigkeiten ersetzt werden können, dass die Maschinen so intelligent werden, dass immer mehr Arbeitsplätze wegfallen. In unserem heutigen System ist es ja so, dass man prinzipiell von einem Einkommensplatz abhängig ist. Keine Arbeit, kein Einkommen. Das heißt, die Angst, dass meine Tätigkeit, meine Fähigkeit auf einmal ersetzt werden kann und durch die Maschine, durch eine KI durchgeführt werden kann, ist individuell gesehen natürlich durchaus berechtigt. Und sieht man sich die Liste an ausgestorbenen Berufen an, so ja, werden Berufe und Tätigkeiten ersetzt durch die Maschinen, durch den technischen Fortschritt. Die ökonomische Angst vor den Maschinen ist auch keine sehr neue Angst. Berühmtestes Beispiel ist im Jahr 1844, als in Deutschland Weber in die Maschinen stürmten, um die neu aufgekommenen Webstühle tatsächlich gewaltvoll zu zerschlagen. Die sogenannte Maschinenstürmerbewegung versuchte eben, technischen Fortschritt aufzuhalten, um die eigenen Arbeitsplätze zu erhalten. Bekannt geworden ist dieses Phänomen unter dem Titel Ludismus. Die Luditen waren eben Menschen, die versuchten, Maschinen zu zerstören, weil sie ihre Arbeitsplätze vernichteten. Und ja, individuell gesehen kann das natürlich ein Problem sein, wenn du deinen Arbeitsplatz verlierst und durch eine Maschine ersetzt wirst. Gesamtgesellschaftlich gesehen sind natürlich Maschinen von ungeheurem Vorteil. Wir müssen heutzutage nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten, weil wir Traktoren haben, weil wir maschinelle Landwirtschaft haben. Ich verkürze diese Diskussion jetzt hier natürlich ein wenig, aber langfristig gesehen entstehen natürlich wieder neue Arbeitsplätze. Wir befinden uns heute auf dem höchsten technischen Stand jemals und trotzdem gibt es noch Arbeitsplätze. Trotzdem haben wir auch weltweit gesehen mehr materiellen Wohlstand denn jemals in der Menschheitsgeschichte. Das heißt, die Angst vor Arbeitsplatzabbau durch die KI ist historisch gesehen eigentlich nicht gerechtfertigt. Wenn es um die Angst vor der KI geht, dann geht es eigentlich um ein großes Thema, nämlich die sogenannte Singularität. Ökonomisch gesehen und in der Frage, ob uns die KI vernichten wird, geht es immer um diesen fiktiven Punkt in der Zukunft. Unter technischer Singularität wird nämlich verstanden der Zeitpunkt in der Zukunft, wo tatsächlich die KI auf einmal beginnt, selber technischen Fortschritt durchzuführen, sich selbst zu verbessern und nicht mehr auf die Menschheit angewiesen ist. Ab dem Zeitpunkt wird es natürlich unvorhersagbar, wohin die technische Entwicklung führt. Das heißt, so eine KI wäre vermutlich die letzte Erfindung der Menschheit. Nur von diesem Punkt sind wir, denke ich, noch recht weit entfernt. Alleine wenn wir uns die ökonomische Singularität anschauen, also dass alle Arbeitsplätze vernichtet sind durch die KI, alleine das ist noch in weiter Ferne. Ich meine, natürlich kann die KI schon heute sehr viel ersetzen. Laut einer Studie vom World Economic Forum werden bis zum Jahr 2025 85 Millionen Jobs durch die künstliche Intelligenz ersetzt werden. Das heißt, ja, natürlich sind wir in dieser Phase der Transformation, wo technischer Fortschritt Arbeitsplätze vernichtet. Aber das ist prinzipiell nichts Neues. Denn selbst wenn zum Beispiel eine künstliche Intelligenz heutzutage beitragen kann, dass Alzheimer 6 Jahre früher erkannt werden kann als ohne KI,
ist es noch immer eine Unterstützung für den Arzt. Der Job des Arztes wird deswegen nicht ersetzt. Das heißt, ja, KI-Systeme werden eingesetzt, um Arbeiten effizienter zu machen. KI-Systeme ersetzen vielleicht manche Tätigkeiten, aber wie gesagt, andere Jobs entstehen. Das heißt, solange wir nicht in eine Singularität kommen, solange die technische Singularität nicht da ist, werden höchstwahrscheinlich auch immer mehr Jobs wieder entstehen. Es war zumindest bis jetzt in der Vergangenheit so, es lässt nichts darauf schließen, dass es nicht in der Zukunft genauso sein wird. Die Frage, ob uns die KI vernichten wird, ist dagegen schon eine schwierigere Frage. Aber auch hier ist es, würde ich sagen, so, dass dies auch noch in weiter Ferne ist. Ja, die KI ist schon so, dass sie teilweise Züge macht, die wir nicht vorhersagen könnten. Ja, die KI hat zum Beispiel den weltbesten Go-Spieler geschlagen, einem Spiel, das nicht mehr möglich ist zu gewinnen durch reine Vorausberechnung, sondern schon durch eine Intuition irgendwo. Aber die Frage lautet, warum sollte uns eine KI vernichten? Dies ist ja nur ein mögliches Szenario. Ich möchte hier ein positiveres Szenario zeichnen. Denn die Vernichtung durch die Maschinen, ja, ist möglich. Aber es ist genauso wahrscheinlich, dass Maschinen uns unterstützen wollen. Nur weil jemand intelligenter ist als du, heißt es ja nicht, dass er dich automatisch vernichten muss. Im Gegenteil, vielleicht steckt ja auch sowas wie ein intelligenter Wert in Fragen des Friedens, in Fragen des Miteinanders, in Fragen der Koexistenz, in Fragen der gegenseitigen Unterstützung. Ich denke, hinter dieser Angst steckt eigentlich das dahinter, was die Menschheit selber den Lebewesen mittlerweile antut. Ja, wir sehen uns als intelligente Lebewesen und wir sehen, wie wir mit Primaten umgehen, wie wir mit anderen intelligenten Lebewesen wie Delfinen umgehen. Das heißt, ja, wir sehen uns als intelligent und wir zerstören unsere Lebensgrundlage, wir zerstören die Lebensgrundlage anderer Tiere, wir haben ein neues Artensterben ausgelöst. Das heißt, hinter dieser Angst verbirgt sich eigentlich die Furcht davor, dass ein noch intelligenteres Lebewesen oder eine noch intelligentere Maschine sich genauso oder noch extremer verhalten wird, wie eigentlich wir selber. Das heißt, die Frage nach der Vernichtung der Menschheit kommt vermutlich aus einer Angst eigentlich vor unseren eigenen Tätigkeiten. Und vielleicht liegt doch hier die Lösung für diese Angst. Vielleicht können wir die Angst vor der Vernichtung durch die Maschinen dadurch reduzieren, indem wir selbst erkennen, was wir in der Welt auslösen. Vielleicht liegt der Schlüssel auch darin, dass wir beginnen, uns gut um unsere Mitmenschen zu kümmern, dass wir beginnen, uns gut um die Umwelt zu kümmern, dass wir beginnen, uns gut um die anderen Lebewesen zu kümmern. Das heißt, für mich steckt hinter dieser Angst der Zerstörung durch die Maschine eigentlich ein Schritt zur Selbsterkenntnis. Wird die KI uns vernichten? Ein mögliches Szenario ist ja. Aber ein weiteres Szenario ist doch das friedliche Szenario. Ein mögliches Szenario ist genau dieser Erkenntnisschritt, den wir als Menschen heute tatsächlich auch selber durchführen müssten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass eine künstliche Intelligenz, die intelligenter ist als wir Menschen, durchaus in der Lage ist, auch diese Dinge zu durchschauen, auch diese Überlegungen anzustellen und mit der Menschheit zusammen in eine friedliche Koexistenz zu gelangen. Aber was denkst du? Wird uns die KI vernichten? Ist das ein realistisches Szenario oder ist es eher realistischer, dass wir koexistent leben können mit einer zukünftigen künstlichen Intelligenz? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen.